Wir sind auf der Yukon für euch unterwegs und hier stehe ich mit Mara. Sie cosplayt Nidalee aus League of Legends und ich habe ein paar Fragen an sie. Und zwar erstmal, warum überhaupt der Charakter? Das liegt halt daran, dass ich sehr gerne League of Legends spiele und ich dieses Aussehen so toll fand. Eigentlich spiele ich den Charakter auch nicht, aber alles, was ich so spiele, dann so, nee, das ist mir zu aufwendig. Nee, dafür hat jetzt Mr. Yukon zu lang gebraucht und deshalb Nidalee. Also extra für die Yukon gemacht? Ja, eigentlich schon. Und wie lange hast du gebraucht und vor allen Dingen, wie teuer war es? Also für die Kleidung an sich habe ich 2 Stunden zum Nähen gebraucht und dann Speer und Kette und sowas. Ich habe meine Kette nicht an. 20 Stunden, 30 und bezahlt habe ich jetzt knapp 100 Euro. Okay, das ist so mittelklassig vom Preis, würde ich sagen. Ist das dein erstes selbstgemachtes Cosplay oder hast du vorher schon mal was anderes gemacht? Nee, vorher habe ich auch schon mehrere selbst gemacht, zum Beispiel ein Ballkleid aus Vocaloid oder andere LOL-Charaktere wie Morgana oder Annie in der Fire Force Version. Und was war am schwersten für dich? Also hattest du irgendwas, was besonders schwer für dich war bei dem Cosplay? Ja, ich habe halt mega lange für die Speerspitze gebraucht, weil man das halt nicht, weil ich dann mehrere Platten von Styrodur ausschneiden musste und zusammenkleben und anmalen. Also das hat mir manchmal den Nerv echt geraubt und ich habe 3 Versuche gebraucht. Auf jeden Fall sieht es schon ganz gut aus, also hast du echt gut gemacht. Hast du in Zukunft noch andere Cosplay-Projekte geplant für nächstes Jahr? Im Moment noch nicht, nur weil ich bin halt erst gerade fertig geworden vorgestern und jetzt gucke ich demnächst mal, was ich gerne machen würde. Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir und wir sind damit raus.